Und solltest du jemals denken, ich brauche noch Blattgold oder Sternstaub, dann sage ich dir, hör auf, das zu denken. Hallo ihr Lieben, ich grüße euch aus meinem Atelier in Leipzig. Heute ist Samstag und ich habe vorhin schon viele Videos gedreht für meinen neuen Online-Malkurs. Und da ich gerade so im Flow bin, dachte ich mir, komm, ich nehme noch mal ein Video auf für YouTube und da möchte ich mit dir mal über ein Thema sprechen, was uns häufig abhält vom Malen. Also ich gehe da in erster Linie von mir selbst aus, denn das ist ja die einzige Position, die ich vertreten kann. Wie fühlt sich das für mich an? Was ist meine Erfahrung? Und du kannst einfach schauen, ob das mit dir resoniert oder nicht. Aber meine Erfahrung ist es, dass ich schon häufig nicht gemalt habe, weil ich das Gefühl hatte, mir fehlt noch X, Y, Z. Und das ist Gift. Dieser Gedanke, ich habe nicht genug und ich brauche noch was, das ist Gift für die Kreativität. Das blockiert und das hält uns einfach nur davon ab, unsere Kunst zu machen und unser Bestes einfach zum Ausdruck zu geben. Und ja, dieses Thema möchte ich einfach mal mit dir erörtern und du kannst mir gerne mal in den Kommentaren schreiben, wie es dir geht. Auf jeden Fall erwische ich mich selbst häufig dabei, dass ich malen möchte und dann denke ich mir, aber eigentlich fehlt mir noch diese goldene Acrylfarbe. Oder ich habe nicht diesen einen Farbton und den bräuchte ich ja eigentlich, um dieses Bild zu malen. Oder ich möchte ein Mandala malen, aber ich habe keinen Zirkel. Und ich würde so gerne malen, aber ich habe noch nicht dieses Papier. Oder ich habe gesehen, dass die andere Künstlerin mit diesem super genialen Pinsel malt und den habe ich nicht, also kann ich jetzt nicht loslegen. Und das, ganz ehrlich, das ist ein Überflussproblem. Wir leben in einer Zeit, in einer Gesellschaft, in der wir alles haben können. Und in der uns vorgelebt wird, dass wir alles brauchen, um zu starten. Ja? Und dass es immer im Außen die Dinge gibt, die wir brauchen, um das zu machen, was wir machen wollen. Aber ich denke, warum switchen wir nicht mal diesen Gedanken und finden heraus, dass wir bereits alles haben. Erst einmal liegt alles in uns. Wir sind kreative Wesen. Und wir können in jedem Moment erschaffen. Und meistens ist es die Not, die uns erfinderisch macht und die uns bewegt, etwas Kreatives zu tun. Und aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass meine kreativste Zeit, die ich hatte in meinem Leben, die ist nicht gerade aktuell hier in meinem Atelier. Also ich mache gerade ganz viel für meinen Online-Malkurs. Aber meine kreativste Zeit, die hatte ich in Peru in 2016 im Dschungel. Ja, die hatte ich mitten im Dschungel in einer Zeit, in der ich nichts hatte. Ich war dort in einem Kunstzentrum. Ich bin dort eigentlich hingekommen, ja, durch Zufall. Ich habe dort die Kunst wieder für mich entdeckt und ich hatte nicht all diese tollen Materialien und Möglichkeiten, die ich heute habe. Aber ich war super kreativ und angebunden. Es war einfach richtig magisch. Damals konnte ich mir gerade so Acrylfarben kaufen. Ich hatte dort in dem Artstudio hatte ich auch ein paar Materialien, ein paar alte Pinsel und ich konnte auch relativ simples Papier kaufen. Das war nicht so optimal, das hat sich schnell gewellt. Das ist eine Sache, die mich immer super schnell frustriert. Aber damals habe ich herausgefunden, wenn ich altes Zeitungspapier grundiere, dann kann ich darauf super gut malen. Und ich habe in dieser Zeit auf Zeitungspapier gemalt und die Bilder habe ich heute noch und ich habe da so viele Ideen gehabt und umgesetzt mit dem bisschen, was ich damals hatte. Und heute ist es oft so, dass ich nicht loslege, weil ich eben denke, ich muss noch das bestellen und ich muss noch mal in mein Lieblingskunstgeschäft, um etwas zu kaufen. Und dann denke ich mir so, aber wie war es denn damals in Peru? Was war dort anders? Und dann komme ich immer wieder zur Erkenntnis, es ist der Überfluss, die Möglichkeiten, die mich blockieren. Und allein dieses Bewusstsein dafür hilft mir, etwas zu ändern. Denn in dem Moment, in dem ich mir bewusst bin, hey, da spielt sich gerade ein Programm in meinem Kopf ab, was mich blockiert, dann weiß ich, okay,
Das will ich nicht. Was will ich eigentlich? Eigentlich will ich malen. Im Herzen, im tiefsten meines Herzens weiß ich, ich möchte malen. Und wenn ich mir darüber bewusst werde, dann lege ich los. Dann setze ich mich hin und dann male ich mit dem, was ich habe. Und ich habe viel. Ja? Heute habe ich viel. Und ich kann dankbar sein. Ich bin dankbar für all das, was ich habe. Und ich habe die tollen Möglichkeiten und dann mache ich. Aber auch wenn du wenig hast, ja, wenn du gerade zu Hause deine Acrylfarben, deine Pinsel hast, dann herzlichen Glückwunsch, du kannst malen. Acrylfarben funktionieren mit Wasser und Wasser kommt aus deiner Leitung. Und du kannst malen auf Zeitungspapier, du kannst auf Holzplatten malen, vielleicht hast du irgendwo noch eine alte Leinwand rumliegen, die kannst du nochmal übermalen, grundieren. Also es gibt immer die Möglichkeit, es gibt keine Ausreden. Okay, also wenn du mit Acrylfarben malen möchtest, wenn du das lernen möchtest, dann brauchst du natürlich Acrylfarben, ist klar. Aber wenn du die hast und wenn du Pinsel hast und vielleicht noch einen Schwamm, ja, dann leg los, es gibt keine Ausreden. Und ja, diesen Gedanken wollte ich einfach mit euch teilen, sich einfach bewusst zu werden, dass wir in einer Überflussgesellschaft leben. Und dann zurückzukommen und zu sagen, okay, ich bin dankbar, denn ich habe ja bereits alles. Ich habe die Farben in meinem Schrank und dann leg los. That's it. Das ist, was ich mit euch kurz teilen möchte. Vielleicht hat es dir den Impuls gegeben, zu sagen, hey, jetzt ist Wochenende, ich mal jetzt, ich habe Zeit, ich habe jetzt die Zeit und nutze das, um zu wachsen und zu lernen und schau bei meinen Tutorials vorbei. Ich habe hier in meinem YouTube-Kanal ganz viele Videos für dich, wo ich dir beibringe, wie du mit Acrylfarben malst. Und dann wünsche ich dir ganz viel Spaß dabei.